denn, Doc? Regina schickt mich. Natürlich. Die ist immer auf dem Laufenden. Was ist denn hier passiert? Hell sollte ein BD für uns entschlüsseln. Hat er auch. Zumindest meinte er das. Ging voll in die Hose. Als Annie eingetaucht ist, hab sie noch nie so schreien hört. Sie ist ausgerastet und kannst dir den Rest vorstellen. Dieser Cyberpsycho. Ich muss was unternehmen. Ja, bring sie um. Wenn du weißt wie, verlink dich mit ihr. Durch unser Localnet. Bex? Du kannst dich mit ihr verlinken. Sie ist in der Nähe. Schlag zuerst zu. Dieser Cyberpsycho. Ich muss was unternehmen. Ja, bring sie um. Wenn du weißt wie, verlink dich mit ihr. Durch unser Localnet. Um was von ihrem Chrom auszuschalten. Bex? Du kannst dich mit ihr verlinken. Cyberpsycho. Ich muss was unternehmen. Ja, bring sie um. Wenn du weißt wie, verlink dich mit mir. Durch unser Localnet. Was von dir Chrom auszuschalten. Al, lebst du? Hab ich. Du kannst rauskommen. Endlich. Ich dachte schon, ich ersticke hier. Bist du das, wenn du morgens aufwachst und denkst, heute wird ein Scheißtag, an dem nichts läuft, wie es laufen soll? Heute war einer dieser Tage. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Warum ist das Mädchen durchgeknallt? Warum kriegen Leute Cyberpsychosen? Weiß kein Arsch. Und es will auch keiner rausfinden. Das andere Mädchen, das da oben, sie lebt. Aber sie sieht mies aus. Blutet viel. Kannst du sie wieder zusammenflicken? Ich
ich nichts. Aber Regina wird jemanden schicken. Wird schon alles. Gut, mein Job wäre damit erledigt. Bis zum nächsten Mal. Hoffe nicht, dass es ein nächstes Mal gibt. Sehr schön. Hal ist super glücklich und kriegt sich gar nicht mehr ein. Schwärmt total von dir. Sowas spricht sich schnell rum wie Auftrag abgehakt.